letzten Video ging es um die besten Filme des Jahres 2022, also zumindest meiner Meinung nach. Und da habe ich auch schon angekündigt, dass eigentlich das Jahr 2022 wirklich ein Jahr für schlechte Filme war. Darum soll es heute in diesem kurzen, knappen Video gehen, denn heute geht es um meine Flop- bzw. schlechtesten Filme des Jahres 2022. Auch in diesem Fall wieder, es ist absolut meine Meinung. Wenn ihr anderer Meinung seid, ist das vollkommen egal. Schreibt sie gerne in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Und ohne jetzt viel herumzulabern, heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Ja, die besten Filme haben wir schon hinter uns und gehen wir jetzt mal auf die schlechtesten Filme ein. Sind tatsächlich nicht so viele, liegt aber auch daran, dass der Rest für mich so uninteressant war, dass ich ihn gar nicht geguckt habe. Auch hier gibt es nicht wirklich wieder eine Reihenfolge oder eine Platzierung, aber ich habe mir schon irgendwas unterbewusst gewiss bei dieser Reihenfolge gedacht. Aber starten wir doch einfach rein und der erste Film, der mich dieses Jahr enttäuscht hat, war Uncharted. Auch wenn ich sagen muss, dass die schauspielerische Besetzung eigentlich gut war, also zumindest die Schauspieler an sich, waren die Rollen, in denen diese Schauspieler aufblühen sollten, halt einfach nicht für diese Schauspieler gemacht, meiner Meinung nach. Uncharted ist so ein Spiel, was für mich nie so wirklich krass relevant war. Ich habe es ein, zwei Mal gespielt, aber ich habe gedacht, okay, so ein Film, der kann ja nur ähnlich wie ein Indiana Jones werden. Und ja, was soll ich sagen? Also irgendwie, der Film hat sich falsch angefühlt. Der Film war an sich, so als alleinstehender Film für sich, ganz okay. Er war nicht abgrundtief schlecht, aber auch nicht unfassbar gut. Aber für mich als Uncharted-Film hat der nicht funktioniert. Kann daran liegen, dass ich einem Tom Holland die Rolle von einem Nathan Drake nicht so ganz abkaufe, weil halt Tom Holland noch sehr jung ist, beziehungsweise auch dazu noch sehr jung aussieht. Aber an für sich, es ist kein unfassbar schlechter Film, aber es ist auch wirklich kein guter Film. Deswegen findet ihr auf dieser Liste auf jeden Fall seinen Platz. Und wofür ist Tom Holland bekannt? Für seine Rolle als Spider-Man. Und wofür ist Spider-Man bekannt? Für gute Schurken. Und wofür sind gute Schurken bei Spider-Man in Filmen nicht bekannt? Gut zu sein. Vor allem nicht, wenn sie einen Solo-Film bekommen. Und vor allem nicht, wenn dieser Film Morbius heißt. Ja, Morbius, der nächste Film auf der Liste. Was soll ich sagen? Der Film war für mich, der Trailer hat mich gehypt. Ich war richtig, hatte richtig Bock auf diesen Film. Und was soll ich sagen? Ich wurde bodenlos enttäuscht, muss ich sagen. Ich sag mal so, Jared Leto als Morbius selbst, Starbesetzung eigentlich dafür. Also Jared Letos Aussehen und Art ist im Prinzip für Morbius gemacht, finde ich. Aber der Film an sich, weiß ich nicht, er hatte nicht viel krasse, diepe Story oder so, er hatte auch keine guten Effects, wovon was er halt auch nicht hatte, war halt Spider-Man, so, ich sag's wie es ist, der Film wäre für mich 10-mal besser gewesen, wenn er im MCU gespielt hätte, mehr oder weniger, beziehungsweise wirklich offiziell dazugehört hätte, aber er spielt ja, soweit ich das jetzt verstanden habe, im Sony-Universum, bedeutet zu, wo Venom spielt, also der neue Venom mit Tom Hardy und so weiter. Auch wenn Tom Hardy in No Way Home da war als Venom und der dann theoretisch zum MCU gehören könnte. Aber das ist sowieso eine Sache, die einfach nur verwirrend momentan bei Marvel ist. Bitte Marvel, fixt es endlich, dass wir wirklich endgültig wissen, was gehört zum MCU und was nicht. Das wäre sehr cool. Aber soll ich sagen, Morbius war schlecht. Ich finde, der war einfach schlecht. Also es war irgendwie, wie gesagt, ich habe mir erhofft. Ich wurde einfach vom Trailer enttäuscht, sage ich einfach mal. Ja, und von einem schlechten Nicht-MCU-Film gehen wir jetzt zu dem nächsten schlechten MCU-Film. Und das war für mich leider Black Panther Wakanda Forever. Ich habe zu dem Film auch schon ein kleineres eigenes Video gemacht. Und ich muss sagen, Wakanda Forever war für mich echt schlecht. Also ich sag's wie es ist. Ich finde es cool. Also alles, was so um den neuen Black Panther rum passiert, auch das, was mit Ironheart ist, finde ich sehr, sehr cool irgendwie. Es hat was, aber ich finde allein diese Antagonisten, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe dann extra Video zu gemacht, könnt ihr gerne mal hier oder hier, ich weiß es immer noch nicht, gerne mal auschecken. Da gehe ich nochmal spezifisch darauf ein, was ich daran nicht mag und was ich daran mag. Aber für mich war Wakanda Forever, für mich war es mit der schlechteste MCU-Film oder nicht direkt Film, das MCU-Produkt dieses Jahres. Es gab ja viele Serien, die vielleicht noch schlechter oder auch besser waren. Aber Wakanda Forever war für mich echt, keine Ahnung, also ich habe mich über mehr gefreut und ich habe es nicht so bekommen, wie ich es erwartet habe. Auch hier das CGI an manchen Stellen sehr, sehr gut. Aber an vielen auch echt scheiße. Aber wie gesagt, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, checkt gerne das Video aus. Denn da gehe ich, wie gesagt, spezifischer darauf ein, was daran jetzt mein Problem ist. Und im letzten Video, wo es um die besten Filme geht, habe ich schon Scream 5 erwähnt und habe gesagt, dass dieser wesentlich besser ist als ein anderes Horrorgenre. Und das hat es aber auf diese Liste geschafft. Und das wäre Halloween mit Halloween Ends. Ich glaube, da sind die Meinungen zwar gespalten, übers Internet verteilt, aber für mich war Halloween Ends wirklich eine pure Enttäuschung. Auch hierzu habe ich schon ein Video gemacht. Schaut es euch gerne an.
Ihr wisst, wo es zu finden ist. Aber jetzt möchte ich hier tatsächlich nochmal spezifisch darauf eingehen, weil Scream, auch wenn er nicht perfekt war, um Länge nicht perfekt war, war wesentlich besser als Halloween Ends. Was genau an Halloween Ends ich so gut und schlecht fand, wie gesagt, ist in diesem Video, was ich verlinkt habe, schon vertreten. Aber hier geht es jetzt auch nochmal wirklich darum, was Versprechungen, sage ich mal, kaputt machen können. Wir wissen, Trailer verraten meistens was wir im Film entweder nicht sehen oder anders sehen. Und das ist halt scheiße. Und Halloween Ends, der Trailer hat für mich gezeigt hier, das große Debüt von Michael Myers. Er kommt einmal zurück, ein letztes Mal und zeigt, wie er ist. Boah, nee, wir haben gar nicht so einen Michael Myers gesehen. Der Film war einfach nur schlecht. Es gab 3-4 Stellen, die wirklich gut waren. Da gehe ich auch im Video drauf ein. Aber an für sich war es einfach eine unfassbare Enttäuschung. Ich habe den Film gesehen und saß da so und dachte so, nee, das hat sich falsch angefühlt. Und das ist einfach die beste Beschreibung, finde ich, dafür. Es hat sich für den letzten Halloween-Film, zumindest vorerst letzten Halloween-Film, absolut falsch angefühlt. Kommen wir nun zum letzten Film auf dieser Liste, der sich wirklich noch falscher angefühlt hat. Und das ist leider ein Marvel-Film. Und zwar ist es Thor, Love and Thunder. Ich habe hier auch so ein eigenes Video gemacht. Und da bin ich auch schon sehr stark drauf eingegangen. Ich kann es einfach nur sagen, der Film ist schlecht, scheiße und hat einfach weder Hand noch Fuß, finde ich. Und ich bin damit der Meinung tatsächlich sehr... Also es gibt sehr wenige, die den Film wirklich sehr, sehr scheiße fanden. Viele Leute sagen, der Film ist gut. Der Film trifft jede Art von Humor, spricht er an. Jeder hat was zu lachen. Er hat einen lustigen Story und er hat schöne Charaktere und so. Und da würde ich auch alles zustimmen. Also ich würde sagen, jeder Humorcharakter wird in diesem Film angesprochen. Aber das ist mein größtes Problem. Der Humor in diesem Film ist an so vielen Stellen so erzwungen und gedrückt und gedrängt worden, dass es für mich einfach nur lächerlich ist. Wie gesagt, ich gehe in dem Video darauf ein, aber allein die Szene mit Stormbreaker. Thor schwadroniert, philosophiert über Mjölnir und herzt dem Hammer hinterher und auf einmal kommt Stormbreaker angeflogen. Und ich stelle mir das halt einfach so vor, so Stormbreaker steht so mit verschränkten Armen so. Darüber müssen wir noch reden, so. Ich weiß nicht. Das war einmal gut und dann haben sie es über den ganzen Film hinweg gemacht, diese Beziehung. War einfach schlecht und auch allgemein. Irgendwie, es gab 50 gefühlte Story-Ansätze und alle wurden gleichzeitig erzählt. Ich bin tatsächlich auch einer der wenigen. Ich fand Christian Bale als God, the God Badger, fand ich cool. Viele sagen ja, der hat die Rolle zu überdramatisiert gespielt. Kann gerne sein, um Gottes Willen. Aber ich fand die Rolle gut. Ich fand es eine gute Rolle von ihm, aber ja, der Rest war, ich weiß es nicht. Ich muss sagen, Thor 3, also Ragnarok, war für mich schon an Humor okay, perfekt. Wirklich perfekt ins Schwarze getroffen. Aber hier, dieser Film hat diesen Humor übersättigt und ich glaube, es wird Thor gut tun, wenn wir nochmal ein Stückchen zurückfahren und vielleicht ein bisschen nochmal in die ernste Schiene reingehen. Fände ich wesentlich angenehmer. Aber naja, wie gesagt, das ist halt am Ende des Tages auch nur meine Meinung. Wenn ihr anderer Meinung seid, ist das vollkommen fein. Also wenn ihr sagt, dass Thor Love and Thunder für euch der beste Film des Jahres 2022 war, kein Problem. Ich werde nichts dagegen sagen. Aber das ist meine Meinung. Das ist meine Liste der schlechtesten Filme 2022. Und ja, das ist auch damit das Ende dieses Videos. Und ja, mehr möchte ich dazu auch gar nicht sagen. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich euch wiedersehen würde in einem der nächsten Videos. Deswegen checkt doch gerne mal den Kanal aus. Vielleicht ist er was für euch. Und lasst dann gerne ein Abo da, wenn ihr schon da seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Dann wieder nach wie vor auf der alten Couch hier wieder. Und bis dahin bin ich raus. Ciao.